Fußball ist wunderschön. Mein Ritual vor dem Spiel ist, ich habe eigentlich kein Ritual, nicht wirklich. Nicht rechten Schuh zuerst anziehen oder so? Gar nichts, ganz egal? Nein. Okay. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, würde ich jetzt in einer Bank arbeiten. Ja, mein Papa war schon Banker. Ja. Mein Bruder hat auch eine ähnliche Richtung eingeschlagen. Und mich hat das schon immer interessiert und interessiert mich heutzutage auch noch. Meine Eltern haben immer gesagt, zuerst die Schule, dann der Fußball. Von meinem ersten Profigehalt habe ich mir eine neue Jacke gekauft. In meinem Spind findet ihr immer meine Autoschlüssel. Einmal im Leben sollte jeder etwas riskiert haben. Am längsten in der Kabine braucht James Holland. Den besten Musikgeschmack hat auf jeden Fall nicht der Reinhold Ramftl. Nicht? Nein. Okay. Das wäre die nächste Frage, den schlimmsten Musikgeschmack. Achso, Reini. Weil? Ja, ist nicht meine Musik, was er hört. An der Bar bestelle ich, kommt drauf an, Urlaub oder nicht Urlaub. Nicht Urlaub, Apfelsaftleitung. Urlaub, Muscatella-Spritzer. Meine Lieblingsserie ist The Office. Auf einer einsamen Insel nehme ich mit meine Familie. Der letzte Song auf meinem Handy ist Prayer in Sea von Robin Schulz. Die letzte WhatsApp-Nachricht auf meinem Handy war in der Austria-Gruppe. Als Kind wollte ich Fußballer werden. Nichts anderes? Nein, das war schon immer meins. Und wann hast du gemerkt, dass das möglich ist? Weil wollen tun das ja viele. Ja, genau. Das war eigentlich so in der Akademie in Mattersburg, wie ich dann eigentlich, wie ich dann gemerkt habe, so in der zweiten, dritten Hack bin ich dann zu den Profis gekommen. So mit 16, 17 haben wir zum ersten Mal gedacht, okay, das könnte wirklich was werden, weil du auch gesehen hast, wo jetzt die anderen Schüler sind, wo du stehst. Da haben wir zum ersten Mal gedacht, okay, ja, schaut nicht so schlecht aus. Wie hat das dann, weil die Eltern immer gesagt haben, zuerst Schule, wie hat das für dich funktioniert? Ja, ich habe trotzdem die Schule, also Hack habe ich, die Matura habe ich. Das war halt ganz wichtig für meine Eltern, das war halt der erste Part. Aber sie haben ja immer unterstützt, egal ob es Training führen oder was auch immer. Ich habe da immer die volle Unterstützung gehabt und für das bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Was ich nicht lernen möchte, boah, Französisch. Ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft, das ist keine Chance.